Genau, also zunächst am Nachmittag gab es vor allem im Süden und im Osten des Landes heftige Gewitter. Da gab es vor allem großen Hagel, wie eben im Süden von Wien in Liesing oder auch im Süden der Steiermark, also im Bezirk Leibnitz, da gab es bis zu Hühnerei großen Hagel. Später am Abend, da zog dann eine Unwetterfront von Bayern und Tirol hin über Oberösterreich und Niederösterreich hinweg. Da war dann vor allem der Sturm ein Thema. Verbreitet gab es da Sturmböen von 80 bis 100 km/h. In Weizenkirchen gab es sogar eine Spitzenböe von 116 km pro Stunde. Also da sind wir dann fast schon bei Orkan. Und das sorgte eben auch hier für zahlreiche Schäden und dazu noch über 90.000 Blitzentladungen im ganzen Land. Aber das kann man jetzt schon so auch ins Gebiet Wetterextreme hineinrechnen, die sich einfach steigern. Ja, also heuer haben wir einfach immer die relativ ähnliche Wetterlage. Wir kommen in diese heiße, feuchte Luft, die bleibt ein paar Tage bei uns und dann entlädt sie sich infolge von Tiefs und Fronten. Und das hat sich jetzt eigentlich den ganzen Sommer schon so eingespielt und scheint auch im August so weiterzugehen. Niederschlagstechnisch war das gestern aber noch nicht das Maximum. Da steht uns jetzt noch einiges bevor in den nächsten 24 Stunden, oder? Ja, richtig. Also jetzt folgt die Kaltfront. Das heißt, es kommt aus Westen deutlich kühlere Luft. Davor aber vor allem von Kärnten bis in Niederösterreich und Wien sind nochmals heftige Gewitter heute zu erwarten am Nachmittag und Abend. Und auch die Kaltfront selbst sorgt für kräftigen Regen, vor allem von Vorarlberg bis in die Obersteiermark. Lokale Überflutungen sind dabei nicht ganz ausgeschlossen, vor allem in den Regionen, die schon in den letzten Wochen schwer betroffen waren, so etwa das Binz oder Pongau. Mit Grund ist, dass der Boden schon sehr viel Wasser aufgenommen hat und dann nicht noch mehr hinein kann, oder wie? Genau, also gerade in diesen Regionen am Alpenhauptkamm, auch der Tiroler Alpenhauptkamm, hat in den letzten Wochen sehr, sehr viel Regen bekommen. Das ist einer der nassesten Sommer der letzten Jahrzehnte und die Böden können eben kaum mehr Wasser aufnehmen. Wenn es dann 30, 40 Liter in kurzer Zeit regnet, ist das oft schon zu viel und es kommt eben zu lokalen Vermurrungen. Jetzt wird im IPCC-Bericht auch darüber gesprochen, dass diese Wetterextreme immer mehr zunehmen. Ist da eigentlich gemeint, die Häufung nimmt zu oder werden die Extreme extremer? Das heißt, werden die Sturmböen stärker, werden die Hagelkörner größer? Wie kann sich das der Laie vorstellen? Also irgendwie ist es ein bisschen, also ist nicht bei jedem Parameter ganz gleich, aber es ist ein bisschen was von beiden. Also es wird sicherlich extremer und das auch häufiger. Also es gibt trockene Phasen, da gibt es sehr nasse Phasen, wo eben sehr, sehr viel Regen zusammenkommt, was man eben in den letzten 50 oder 100 Jahren noch selten erlebt hat. Und diese 100-jährigen Ereignisse, wie es immer schön heißt, die werden sich häufen. Die sind dann alle 10 Jahre. Das fällt aber ehrlich gesagt schon seit den 80er und 90er Jahren auf, dass diese 100-jährigen Ereignisse viel häufiger kommen, bei Überflutungen angefangen, auch die Feuer. Ist es eigentlich wettertechnisch auch so, wenn so ein Hochdruckgebiet, wie es jetzt im Mittelmeerraum war, kann das auch mal, weiß nicht, im nächsten, übernächsten Sommer so in unseren Breiten sein? Steigt dann bei uns auch auf ein derartiges Niveau die Waldbrandgefahr? Also das kann gut sein, dass so ein Hitzeblock, sage ich jetzt mal, auch sich bis nach Mitteleuropa ausdehnt. Wir werden da zwar jetzt keine 48 Grad erreichen wie Sizilien, aber um die 40 Grad hatten wir ja schon mal. Und das ist auch in den nächsten Sommern durchaus zu befürchten, dass das auch mal direkt über uns liegt und dann eben auch längere Tourphase gibt, womit dann auch die Waldbrandgefahr ansteigt.